Wo sind wir hier? West Axis Tunnels. Scheint der richtige Weg zu sein. Ich warte immer noch auf die Bärenfalle, in die ich trete, aus Versehen. Wie im ersten Teil. Was mir fehlt aus dem ersten Teil, ehrlich gesagt, was ich am Anfang dachte, das ist total dämlich. Gegner anzünden. Gegner anzünden mit Streichhölzern, das fehlt mir. Ja, aber ich glaube, bei mir im Durchgang vom ersten Teil, da sind die Gegner halt nie wieder aufgestanden, nicht wirklich. Deswegen, das hat sich eigentlich nur gelohnt, um den Leuten Fallen zu stellen, sodass sie dann selber abfackeln, aber... Ich wurde halt komplett rausgenommen im zweiten Teil jetzt hier. Aber schade. War echt schön. War eine coole... Was ist das hier eigentlich für ein Treppenhaus? War eine coole Möglichkeit, auch mit den Heuballen und so, die Gegner einfach abzumurksen. Okay, das ist echt ekelhaft. Ich hoffe, die platzen nicht auf. Wow. Was zum Teufel ist das? Ich hab keine Ahnung. Wenn ich da drüber laufe... Okay, die platzen nicht auf. Da muss ich nicht drauf achten. Zum Glück. Das Geräusch ist trotzdem super ekelhaft, wenn man da drüber läuft. Okay, das nehme ich mir. Ein bisschen Schießpulver. Warum auch immer das hier drin steckt. Oha. Okay, man ist halt sehr viel langsamer, wenn man durch diese Gelee hier rumläuft. Ach, hier ist eine Tür. Ja. Ganz kleinen Moment. Haben wir hier noch irgendwas? Irgendeine Statue, die ich runterballern könnte? Nein. Ist jetzt die Frage, woher kommt dieses Zeug? Woher und von wem? War das ein Fernseher, der angegangen ist? Oh, da leuchtet irgendwas. Da ist irgendwas Wichtiges. Was ist hier angegangen? Der Fernseher ist angegangen. Was geht mit der Musik hier ab? Was soll das? Okay, auch der Fernseher ist angegangen. Creepy. Hör dir doch mal selbst zu, Myra. Eine Geheimorganisation hat Lily entführt und ihren Tod inszeniert. Merkst du nicht, wie verrückt sich das anhört? Aber es stimmt. Warum kannst du das nicht verstehen? Tja. Es ist schwer, Myra, aber sie ist fort. Unser kleines Mädchen ist fort. Ich habe einen Beweis. Da. Myra, du bist besessen. Ruh dich aus. Wenn du darüber hinweg bist, wirst du akzeptieren... Nein, das werde ich niemals akzeptieren. Wenn du mir nicht helfen willst, finde ich die Wahrheit alleine heraus. Myra, du hattest mit allem recht. Hattest du, ja. Hattest du. Ein Dia. Als Relikt aus der Zeit vor den Handykameras sind Dias hauptsächlich in den Häusern von älteren Menschen in staubigen Boxen bei Immobilienverkäufen zu finden. Das haben wir schon mal gesehen. Gelesen. Aber warum sehe ich das jetzt? That is the question, my friend. That is the question. Weil du absolut verrückt bist, Mann. Deswegen. So, okay, das ist eine Original... Pflanze aus Resident Evil jetzt in so einer kleinen Blumentopf. Das ist überhaupt nicht geklaut. So, warum kann ich hier hin? Warum gibt es hier nichts? Alles sehr dunkel, alles sehr ekelhaft. Wir gehen durch die Tür. Irgendwo muss das Zeug ja herkommen, ne? Wahrscheinlich ist das irgendein Riesenvieh, das diese Scheiße hier produziert.
Exit D5. Da müssen wir tatsächlich hin. Erstmal in die andere Richtung. Wobei, hier geht's nicht weiter, ne? Nein, hier geht's nicht weiter. Okay, wir müssen doch dahin. Schön, ich freue mich. Hey. Wo sind wir hier? Wir müssten ziemlich weit im Süden sein. Hier sind wir, ja, okay. Ah, okay, die Karte ändert sich immer wieder, weil wir weiterkommen, ich verstehe. Von hier kamen wir, links ist gar nichts, das heißt, wir müssen jetzt rechts rum. Wir gehen einfach weiter. Wie wäre es damit? Oh, wo bin ich denn jetzt drüber? Sorry. Dich habe ich überhaupt nicht gesehen. Da liegt noch einer. Uiuiuiui, ekelhaft. Was zum Henker war das für ein Vieh, das hier versperrt hat? Es war so klar. Es ist ein riesiges Vieh, das diese Scheiße produziert. Was auch sonst. Okay. Vielleicht kann ich vorbeischleichen. Vielleicht auch nicht. Wohin soll ich denn schleichen, bitte? Okay, wenn überhaupt, dann nur damit. Hier, guck mal. Das ist schlau, dass er wirft. Weißt du? Dass er wirft, aber dabei rausguckt. Weißt du? Dumm ist das eigentlich. Puh. Wo habe ich mich erschrocken? Okay. Fuck. Shit. Explosion? Vielleicht? Kann ich einfach abhauen? Junge, naht nach! Fuck. Wo zum Henker muss ich hin? Hier? Okay, ja, sieht gut aus. Oh mein Gott. Das nehme ich mal mit. Okay, ich brauche eine Spritze zur Sicherheit. Ich muss verdammt mal hier raus. Ach was? Was du nicht sagst. Vielleicht mit der Snipper, mit der Shoddy. Oh. Ich weiß gar nicht, ob man das Vieh töten kann. Ob das Sinn macht, dass ich hier Munition dafür verballer. Oh. Oh. Okay, was ist das hier? Was? Was macht das denn? Okay, es ist ein Bethesda-Game, aber der Fallout Boy? Ich liebe die Fallout-Reihe. Ja, deswegen finde ich das mega geil, dass ich das jetzt hier gefunden habe. Mysteriöser Wackelkopf. Du hast das Gefühl, das schon mal gesehen zu haben. Kannst aber nicht genau sagen, wann oder wo. Doch, ich weiß ganz genau, wo. Wann, weiß ich nicht mehr. Ist schon ein paar Tage her. Auf jeden Fall sieht es ziemlich cool aus. Also beschließt du es, in deinem Zimmer aufzubewahren. Wie geil ist das denn? Einfach ein Wackelkopf. Das erste Ding, was wir gefunden haben, ist das auch von einem anderen Bethesda-Game? Kann das sein? Kann das sein? Das wäre natürlich echt cool. Wie cool, einfach ein Wackelkopf. Nice. Ich bin sehr froh, dass ich das gefunden habe. Oh, Scheiße. Wo kommt der her plötzlich? Da war nichts in diesem Raum.
Okay, mir bleibt wahrscheinlich nichts anderes übrig, außer zu scheißen, wollte ich sagen. Oh mein Gott. Okay, run. Ich dachte, der Ort sollte verdammt nochmal stabil sein. Dein Ernst? Nichts in diesem Spiel ist stabil, Mann. Exit 72, das ist nicht richtig. Da scheint jemandem die Show zu gefallen. Oh. Ja, gefällt dir die Show? Und jetzt? Der Schuss war es mir wert. Der war es mir wert, okay. Das ist eine Sackgasse. Die Zerstörung hat sich bis hier hinunter ausgebreitet. Mhm. Keine Ahnung, wie lange das hier noch hält. Ich will gar nicht rausfinden, wie lange, denn ich will dann schon längst hier weg sein. Exit D5. Hier sind wir richtig. Aber dieses Vieh werden wir wahrscheinlich gleich wiedersehen, oder? Höchstwahrscheinlich. Wo sind wir hier gerade? Wir müssen da lang. Das heißt, ich könnte hier links rein. Ich könnte auch gucken, ob wir hier rein können. Da ist es nicht möglich. Okay. Na dann. Öffnen wir das Ding. Oh, das sieht einfach aus. Bisschen rumgefummelt und schon geht's. So, was finden wir hier drin? Ich hoffe, eine dicke, fette Waffe. Waffenteile auf jeden Fall schon mal. Ein Resident Evil. Fuck, Mann, ey. Ich hasse das, ne? Dann würde ich jetzt dreimal schießen und die einfach mitnehmen. Aber das wäre natürlich blöd. Bericht 532. Dislokationsprotokolle. Doch, richtig. Betreff. Alter, was ist das für ein Wort? Kerndislokationsnotfallprotokolle. Willkommen in Deutschland. Ein fehlender Kern ist umgehend zu ersetzen. Selbst wenn ein Kern nur wenige Stunden fehlt, kann dadurch die STEM-Programmierung in Mitleidenschaft gezogen werden. Falls der Kern länger als 36 Stunden fehlt, müssen die Notfallprotokolle in Kraft treten, damit der Kern nicht entweicht. Notfallprotokolle sind nur Mobius Operatives der Sicherheitsstufe Alpha zugänglich und lassen sich nur auf den Mark-Servern, den Mark-Servern öffnen. Okay, dann öffne ich das Ding noch. Okay. Und ab dafür. Let's go. Tschüss. Kann man die Dinge eigentlich hier nicht öffnen? Okay, nö. Auch hier nicht openbar. Das ist ein Unterschlupf. Das ist ein Zeichen für einen Unterschlupf. Oder? Ich meine schon. Mit Kameraüberwachung. Auch nicht schlecht. No Signal. Jemand warum? Hat mich beobachtet. Mobius? Lily. Irgendjemand hat Daten über sie gesammelt. Hä? Oh. Keine Bewegung. Sie sind von Mobius, oder? Mund halten! Sagen Sie kein Wort! Sie gehören nicht zu uns. Das ist richtig. Kidman schickt mich. Hören Sie, ich bin hier, um zu helfen. Mein Name ist Sebastian Castellanos. Sie lügen. Sebastian Castellanos ist tot. Was? Nein. Wer hat das gesagt? Umdrehen. Und zwar langsam. Sie sind Yukiko Hoffman. Woher kennen Sie meinen Namen? Mobius hat mich hergeschickt, um meine Tochter zu finden, Lily. Den Kern. Ich sage die Wahrheit. Hm?
Die Asiatin wahrscheinlich, ne? Oh, jetzt gehen die Lichter erst an. Mikroexpressionen und Abweichungen. Kein Nachplappern. Ich habe genug gesehen. Sie sagen die Wahrheit. Gut. Richtig. Die Teampsychologin. Ich muss mit dem überleben, was ich habe. Und was hast du? Kampf ist nicht meine Stärke. Scheint hier oft so zu sein. Tut mir leid, dass ich sie bedroht habe. Ach, so ist das hier mit Asiaten. Jetzt kriegen Sie also schon Außenstehende? Das heißt, es wird nicht besser. Haben Sie schon andere Teammitglieder gefunden? Alle tot. Wobei, McNeil. O'Neill. Der einzige Überlebende ist O'Neill. McNeil. Gut. Hat er Fortschritte bei der Stabilisierung gemacht? Der große Emitter ist in Betrieb, aber hier fällt trotzdem alles auseinander. Und ich glaube, Schuld ist dieser Psycho, der Lily entführt hat. Er läuft in Union frei herum und kann den Ort nach seinem Willen beeinflussen. Das heißt, meine Theorie stimmt. Das hier ist mehr als eine einfache Kerntrennung. Wir Ärzte nutzen den Begriff Psycho nicht gern in herabsetzender Weise. Aber in diesem Fall ist er angemessen. Nur ein klinisch diagnostizierter Psychopath könnte den Stam so beeinflussen. Eine psychopathische Persönlichkeit, die Lily zur Stärkung ihrer Macht benutzt. Das ist die schlimmstmögliche Situation. Sie sind auch Seelenklempnerin. Wie kann ich ihn besiegen? Psychopathen sind antisozial, ohne Empathie und weisen sadistische Neigungen auf. Aber die Hauptgemeinsamkeit ist ihr pathologischer Egozentrismus. Andere Leute sind ihnen egal, nur sie zählen. Wissen Sie, was ihm vielleicht wichtig sein könnte? Ja. Ja. Er glaubt, eine Art Künstler zu sein. Oh. Er redet nur darüber. Dann wäre seine Kunst der beste Weg, ihn anzugreifen. Etwas für ihn Wertvolles zu zerstören, könnte ihn aus der Fassung bringen. Seine Bilder, ja? Das merke ich mir. Aber erst muss ich ihn schnappen. Er hat sich im Theater verkrochen. Okay. Also Ausgang D5. Er ist hier. Gleich im nächsten Zimmer. Perfekt. Bleiben wir über unsere Kommunikatoren in Kontakt. Ich schaue mir meine Daten an. Vielleicht finde ich weitere nützliche Informationen. Ich habe das Gefühl, da steckt mehr dahinter. So oder so. Er wird wohl schwierig zu bekämpfen sein. Sie können sich hier gerne bedienen, wenn Sie etwas brauchen. Gerne. Lily glaubt, ich sei tot? Glaubt Lily wirklich, ich sei tot? Oder war das nur Teil ihres Lügendetektortests? Tut mir leid. Aber sie glaubt es. Ich dachte bis vor kurzem auch, dass es stimmt. Aber mit den Jahren habe ich gelernt, Aussagen von Mobius mit Vorsicht zu genießen. Mhm. Es war nicht schwer zu sehen, dass sie die Wahrheit sagen. Warum sollten sie das tun? Für was für Monster arbeiten sie? Ich weiß, es ist nicht richtig. Aber überlegen Sie mal. Lily ist wahrscheinlich weniger traumatisiert, wenn sie denkt, sie seien tot, als wenn sie denkt, sie leben, aber nicht bei ihr. Ja, vielleicht. Aber was, wenn ich sie endlich finde? Keine Sorge. Sie wird ihren eigenen Augen Glauben schenken. Wehe nicht. Psychopathen? Wenn Mobius Psychopathen aus dem Stam fernhalten wollte, warum ist einer hier gelandet? Keine Ahnung. Jede Person im Stam hat vor dem Einsatz eine Reihe psychologischer Tests durchlaufen. Mhm. Und wir haben sie von hier aus überwacht. Heimlich. Um labiles Verhalten zu erkennen. Ja, es hat ja super geklappt. Das hat ja super funktioniert. Ja, ganz leider genau. Sind Psychopathie und Soziopathie unglaublich schwer zu diagnostizieren. Mhm. Psychopathen sind oftmals gerissen und hochintelligent. Wenn sie ihre Diagnose kennen, können sie sich leicht verstellen. Dass er uns getäuscht hat, zeigt Folgendes. Er ist geschickt und selbstbewusst. Auf beunruhigende Art. Großartig. Die Tests haben also nur die schwächsten Psychos ausgesondert. Ich fühle mich verantwortlich dafür. Ich habe die Tests mitentwickelt. Du hast versagt. Du hast absolut versagt, Yukiko. Du Asiatin. Aber steckt da mehr dahinter? Sie sagten, ihrer Meinung nach steckt mehr dahinter? Ich habe mich mit dem Beacon-Vorfall befasst, um eine weitere derartige Katastrophe zu verhindern. Super geklappt. In dem Fall war die fragliche Person der Kern. Trotzdem blieb die Umgebung relativ intakt. Irgendwas scheint hier nicht zu stimmen. Wie meinen Sie das? Die Kreaturen hier drin. Der Zerfall von Union. Der Ausfall der Kommunikation mit Mobius. Das ist sehr viel für eine Person. Selbst mit der Macht des Kerns. Er hat jemanden erwähnt. Eine andere Person, die Macht des Kerns wollte. Das könnte bedeuten... Nein. Das ist ein zu furchtbarer Gedanke. Was? Nur eines könnte mächtiger als ein Psychopath hier drin sein. Aber ja, ich muss noch weiter forschen, um die Theorie zu bestätigen. Sag es mir doch wenigstens.
Das war's. Okay, tschüss. Die Teampsychologin. Wir haben sie gefunden. Und was wir noch finden... Kaffee trinken? Muss ich? Oh ja, ich sollte Kaffee trinken. Ja. Ja, können wir gleich machen. Im nächsten Raum, hat sie gesagt, ist der Ausgang. Ich schnapp mir erstmal... Oh, hier können wir auch zurück. Da zerspringt schon... unser... Spiegel. Den PC können wir uns auch gleich nochmal reinziehen. Oh ja, wir können uns das Dia angucken. Ja. Das sollten wir auf jeden Fall machen. Haben wir hier sonst noch irgendwas? Ah, guck mal. Na, sieh mal an. Perfekt. Her mit der Spritze. Endlich können wir mal eine Spritze mitnehmen. Das ist ja ein Traum. Okay. Yukiko Exit. Da geht's zum Exit. Okay. Yukiko. Ich trinke jetzt erstmal ein Käffchen. Lecker. Zwischendrin einfach mal so einen Kaffee trinken. Komplett wieder aufgeladen sein. Das ist... Darum lebt man. Für Kaffee. So, aber was ist das hier? Die E-Mail für Kernkandidaten an alle zuständigen Personen von Operative Grisham. Betreff Lily Castellanos. Erste Erkenntnisse. Der ideale Kernkandidat muss ein freies Ego besitzen, um seine eigene Persönlichkeit zu behalten. Gleichzeitig aber auch die miteinander verbundenen Geister vieler anderer unterstützen zu können. Unter Berücksichtigung dieser Parameter gibt es nur zwei mögliche Arten von Kandidaten. Egomanen mit psychopathischen Neigungen und Kinder. Ja, Psychopathen. Lieber den Psychopathen nehmen. Ich glaube, das macht mehr Sinn. Wir wissen alle, was beim letzten Mal passiert ist, als sich ein Egomane mit psychopathischen Neigungen im STEM befand. Am besten wäre also ein Kind. Hat auch nicht viel gebracht, Freunde. Dank unseres Zugriffs auf die Ergebnisse der Standardschulprüfungen konnten wir die Auswahl eingrenzen. Wir glauben, in Lily Castellanos die ideale Kernkandidatin gefunden zu haben. Ihre Tests zeigen, dass sie nicht nur arglos ist, sondern für ein Kind ihres Alters auch unglaublich starke Empathiefähigkeiten besitzt. Wir schicken sie für weitere Tests zu Dr. Hoffmann. Ihr Dreckskerle. Ihr dreckigen Bastard. Mein kleines Kind, weißt du? Wir gehen hinein in Sebastians Zimmer, schauen uns Lydia an. Ja, und ich gucke mir erstmal an, hier, wo ist denn meine... Bam! Aha. I love it. So geil. Und das ist, was ist das für eine Figur? Sagt mir gerade nichts, ehrlich gesagt. Aber es müsste ja aus einem Bethesda-Game sein. Weiß das jemand? Weiß jemand, was das hier ist? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Freunde. Würde mich sehr freuen. Also ich weiß wirklich nicht, was das ist. Ich glaube, wenn ich das Spiel gespielt hätte, dann wüsste ich's. Aber ich weiß es nicht. Guck mal hier, Yukiko. Alter 32, weiblich. Wo steht, dass sie Asiatin ist? Okay. Okay, alle, die durchgestrichen sind, sind mittlerweile auch tot. Aber Julian Sykes ist noch am Leben. Okay. Ach, guck mal hier. Wirf mal einen Blick auf die Sachen, die ich über deinen Mann rausfinden konnte. Oh. Stefano Valentini, Künstler. Ja, das ist er ganz bestimmt. Ziemlicher Großkotz, der Kerl. Hatte wohl nie den Erfolg, den er sich erträumt hat. Klingt vertraut. Ich kenne noch so einen erfolglosen Großkotz von Künstler. Hat den Zweiten Weltkrieg angefangen. Der hier ist hoffentlich nicht ganz so schlimm. Ja, das... Selbst wenn nicht, wir müssen ihn trotzdem aufhalten. Ja, das stimmt. Der Gute ist, glaube ich, etwas besser als Adolf Hitler. Ja. So, hier können wir auch ein paar Infos lesen zu ihm. Okay. Dossier über Stefano Valentini. Geburtsdatum 22.12.85. Geburtsort Florenz, Italia. Derzeitiger Wohnort Crimson City. Beruf möchte gern Künstler. Okay, was ist für ein Zeitungsausschnitt? Ausschnitt aus der Crimson Post. Ja, aber ist das Kunst? Von Susan Fee. 13. Januar 2015, Crimson City. Empörung, Abscheu,
Entrüstung. Dies sind nur einige der Reaktionen der Öffentlichkeit auf die Solo-Performance des Künstlers Stefano Valentini. Man muss auch immer diese Bewegung dazu machen, wenn man den Namen sagt. In der Crimson City Gallery. Meine Reaktion war nicht minder heftig, jedoch aus einem vollkommen anderen Grund. Obwohl sich Valentini ganz klar als Provokateur sieht, sehe ich nur einen mäßig begabten Künstler, der versucht, durch seine simplen Sichtweisen Kontroversen hervorzurufen. Den weiblichen Körper auf eine Ansammlung sexualisierter Teile zu reduzieren, kann dann in Ordnung sein, wenn es aus den richtigen Gründen erfolgt und die Verdinglichung der Frau durch die Gesellschaft herausgestellt werden soll. Valentini scheint sich jedoch damit zufrieden zu geben, ausschließlich zu Zwecken eines gewissen Kitzels im Grotesken zu schwelgen. Ein ekelhafter also. Was ist das? Zeitungsartikel. F. Was ist das für Sie an diesem Foto? Was ist für Sie an diesem Foto bedeutsam? Das war mein letztes Bild als Kriegsfotograf. Er hat keinen italienischen Akzent. Haben wir ja vorhin gehört, deswegen mache ich das jetzt auch nicht. Die Aufnahme hat mich fast das Leben gekostet. Andererseits war es verantwortlich für meine kreative Wiedergeburt. Es hat mir die Augen für die Tatsache geöffnet, dass völligem Schrecken auch eine gewisse Schönheit innewohnen kann. Vielleicht werde ich nie wieder ein Foto mit einer derartigen Bedeutung schießen. Sie haben erwähnt, dass es Sie fast das Leben gekostet hat. Könnten Sie uns mehr darüber erzählen? Also, Ihnen ist doch bestimmt mein Auge aufgefallen. Natürlich ist es das. Einen kleinen Splitter konnten die Ärzte nicht entfernen. Sie meinten, es wäre ein Wunder, dass er nicht in mein Gehirn eingedrungen ist. Manchmal tut es noch weh, aber das ist mir egal. Ganz im Gegenteil, der Schmerz hilft mir, mich auf das zu konzentrieren, was wirklich wichtig ist. Die Schönheit des Lebens und das Leiden. Die Grundlagen meiner Kunst. Aha, okay. Also sein linkes Auge, von uns aus gesehen, von ihm aus gesehen das rechte, ist deformiert. Ist mir gar nicht aufgefallen. Konnte man, glaube ich, nicht sehen wegen den Haaren, ne? Glaube ich. Mobius Profil. Betreff Stem-Kandidat Nummer 10045. Stefano Valentini. Union braucht für die Simulation eines real wirkenden Szenarios kreative Persönlichkeiten. Obwohl Kandidat Nummer 10045 leicht egozentrische Neigungen aufweist, können sie eher seiner künstlerischen Tätigkeit zugeschrieben werden als einer psychischen Störung. Falsch gedacht. Die Überprüfung seines Hintergrunds hat ergeben, dass es keine lebenden Angehörigen gibt, die wegen seines Verschwindens Bedenken haben könnten. Das Einstellungsgremium empfiehlt Kandidat Nummer 10045 für die Aufnahme in den STEM. Falsch gedacht. Absolut falsch gedacht bei ihm. Freunde, ihr Idioten. Okay, cool, dass hier neue Informationen kommen. Das wusste ich gar nicht. Das sehe ich jetzt hier aus Zufall, weil ich eigentlich ihn hier mir angucken wollte. Nice. Aber sonst gibt es hier nichts. Außer natürlich, dass die ja her damit. Oh, jetzt ist natürlich, ich hoffe, dass es nicht wieder abstürzt. Was ich zuerst mache ist, damit das Spiel speichert, ja. Schnellspeicherung. Ich setze mich erstmal hier hin. Und falls es abstürzen sollte und ich es neu lade, können wir natürlich hier von hier wieder starten. Ja. Hi. Raffaella. Erzähl doch mal. Sie wirken entspannter, Detektiv. Bisschen. Haben Sie einen Freund in dieser gefährlichen Welt gefunden? Ja, eine Asiatin. Ich weiß nicht. Keine Ahnung, wem ich hier vertrauen kann. Anwesende eingeschlossen. Und das nach allem, was wir zusammen erlebt haben. Raffaella. Einsamkeit und Misstrauen sind keine Anzeichen von Wahnsinn, aber lästige Nebenwirkungen. Sich von anderen abzuschotten, verschlechtert nur ihren Zustand. Das glaube ich dir. Sie sind ein Mensch. Mhm. Sie brauchen Kontakt zu anderen, wie Pflanzen das Licht. Ich brauche im Moment nur den Kontakt zu ihrer Maschine. Ich habe noch einen langen Weg vor mir. Ist das so? Ein langer Weg. Habe ich noch einen Schlüssel gefunden? Nee, habe ich nicht. Oh, Moment, aber ich kann doch jetzt. Nee, kann ich nicht. Ich habe ja schon voll. Okay. Verbessern brauche ich, glaube ich, gar nicht gucken. Wir haben. Es ist nicht falsch, vorsichtig zu sein. Aber sie können sich nicht ewig verstecken. Das Vielleicht will ich auch nicht. Sie über ein paar Kampffertigkeiten nachdenken. Oh. Ist das so? Raffaella.
Du erhältst die Fähigkeit, benommene Gegner wegzutreten. Funktioniert nicht bei allen Gegnern. Ja, das ist... Ja, verbrauche ein rotes Gel. Was? Warum kann ich das nicht holen? Habe ich das schon geholt? Verbesserungspfad freischalten. Ach, habe ich schon. Ja, ja klar, habe ich ja schon. Das heißt 5000. Ich habe nicht genug. Es gibt so ein, zwei Sachen, die ich gerne haben möchte. Aber wir haben leider nicht genug Gel dafür. So, jetzt kann ich mir in Ruhe das Dia anschauen. Hoffe ich. Liebe Katze, zeig mal. Was haben wir gefunden? Es stürzt wahrscheinlich wieder ab. Nein, tut es nicht. Die haben wir alle gesehen. Was ist hiermit? Komm schon. Sag mal, Katze. Mit Kidman reden. Was ist das? Das sind wir und Myra? Geh schon ran, Kidman. Ich bin hier. Als ich Myra das erste Mal sah, hatte sie diese Uniform an. Hm. Ich glaube, es war Liebe auf den ersten Blick. Ich wollte es mir noch nicht eingestehen. Aber als sie dann im Dienst verwundet wurde, konnte ich meine Gefühle nicht länger verbergen. Sie war eine so tolle Ehefrau und Mutter, dass ich manchmal vergesse, was für ein guter Detective sie war. Sie hatte recht gehabt. Sie wusste, dass mit Lillys Tod etwas nicht stimmte. Ich meine, Entführung. Ich hätte ihr von Beginn an glauben sollen. Du konntest die Wahrheit nicht vorhersehen, Sebastian. Das weißt du. Hm. Das konnten wir wohl nicht. Liebe Katze, was hast du für uns? Ich hoffe, ein bisschen Soße. Wie viel? 700. Das reicht leider nicht. Aber netter Versuch. Wir gehen wieder zurück. Wir sind wieder hier. Und wir werden zum Ausgang D5 gehen. Der befindet sich hier. Mit Yukiko, Yakiko, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Haben wir schon gesprochen. Mit der Asiatin. Ich werde sie nur noch so nennen. Und ich würde gerne speichern und wir machen von hier aus weiter in der nächsten Aufnahmesession, denn es ist sehr spät. Es sollte auch keine lange Session werden, aber ich hatte einfach Bock. Ich hatte einfach Bock, mit dem guten Sebastian durch diese Gänge zu laufen und gegen riesige Monster mit Kamerakopf zu kämpfen. Dieses Gegnerdesign war Feuer, Alter. Habe ich noch nie gesehen, sowas. Richtig cool. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, Freunde. Vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin, adios amigos. Ciao, ciao.